Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Valheim mit dem Seeras. Servus. Und einer in der Luft stehenden Möwe hinter uns. Siehst du die? Die in der Luft stehende was? Möwe. Nee. Wie ihr seht, wir sind mittlerweile ein bisschen besser ausgerüstet. Die wichtigsten Sachen wollten wir natürlich mit euch in der Folge machen. Allerdings haben wir uns schon ein bisschen aufgepimpt mit neuen Bögen und so. Nachher, wenn wir in die Basis zurückkommen, gucken wir uns mal an, was wir mittlerweile alles machen können und auch machen werden. Aber beim Erzfarmen hatte ich einen Dungeon gefunden, den wir uns heute angucken müssen. Hast du noch Feuerpfeile dabei? Nö, ich habe doch Feuerpfeile habe ich, aber ich habe keine Fackel. Hast du eine Fackel? Sehr gut. Links, rechts, geradeaus? Erstmal links. Du kommst hier nicht mehr raus? Oh, hi. Lol. Alter, macht der Damage. Das macht einfach. Es nimmt halt alles den Schrecken. Ja. Wie gesagt, ich habe vorhin einen Crit, ja, liebe Zuschauer, das habt ihr nicht mitgekriegt, 134 gemacht. Mhm. Es wird halt einfach... Ah, guck mal, da ist schon der erste Surtling-Kern. Ja, und ich wette, wir kriegen später noch einen besseren Bogen. Beziehungsweise, ich weiß es sogar. Kriegsbogen oder was? Also, das war so ein Bogen, der hatte... bei den Ausbögungen nach vorne quasi noch zacken, dass du im Nahkampf jemanden damit hauen kannst. Komm mal näher zu mir. Boah, der sieht schon cool gerade aus. Ich glaube, ich habe mein Thumbnail. Ich habe nämlich wie heißt das? Au! Es hat ausgemacht. Ich hoffe, ich muss die Folge nicht wieder nachdunkeln. Aha, ihr Lappen. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. So, erstmal, was hat wieder an? Aber den muss man doch nur noch einmal anhusten. Ja, genau. Kurzer Hinweis noch: Wir haben Bronze-Echsen und Bronze-Spitzhacken. Die wir eigentlich nur zum Farmen benutzen. Allerdings sind die auch ziemlich ganz okay zum Kämpfen. Ja, definitiv besser als ein Holzknüppel. Wie man sieht. Sehr schön. Surtlingkerne. Wir sollten uns darauf einigen, dass einer immer nur eine bestimmte Sorte von irgendwas mitnimmt. Ich bin voll. Also ich kann Münzen. Hast du Münzen? Münzen habe ich, kann ich gleich ablegen. Aber ich habe noch ordentlich Platz. So, und der Uralte. Wir treffen immer nur auf Sachen für den Uralten. Ja, ich glaube, das aktualisiert sich, wenn du den nächsten brauchst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es da eine Reihenfolge gibt, in der man die machen muss. Ich schätze schon. Mach ich immer hier die Pilze noch mit. Weil, also allein wenn ich mir angucke, was für Monster da noch kommen, nur aus dem Trailer, den ich mir jetzt angeguckt habe. Also ich glaube, der Drache wird schon ein harter Tobak. Oh, gut. Achtung! Da macht er Bumm. Gut, das war jetzt nix. Da müssen wir. Hier. Nee, da, ja. Lass mal hier rüber. Immer schön die Pilze mitnehmen. Ah, guck mal, hier sieht's ein bisschen anders aus. Au! Natürlich auf den Fackelträger. Oh, guck mal. Oha! Okay, diesmal haben wir echt einen guten Schnitt gemacht. Ich weiß nicht, ob man Surtlingkerne noch für was anderes benötigt. Hier sind noch Münzen gewesen. Ja, da ist noch Bernstein drin. Bernstein hab ich. Wo sind Münzen? Nee, die hatte ich irgendwie. Hier sind nochmal Bernstein. Links neben der Truhe. Oh, meine Fackel ist kaputt. Oh, das ist schlecht, dann muss ich die Folge nämlich wieder
nachbearbeiten. Ich musste nämlich leider oder warte mal, habe ich genug? Ich habe kein Holz. Hast du Holz? Nee, habe ich vorher alles weggeschmissen. Scheiße. Ich musste nämlich leider feststellen, dass die Folgen... Ach, guck mal. Das war eh der letzte Raum. Dass die Folgen zu dunkel werden durch OBS in den geschlossenen Räumen. Alter, noch mehr von den Sodringkernen, das ist ja brutal. Brauchen wir überhaupt noch welche, ist die Frage. Ja, auf jeden Fall. Für nee, alles technische... Quasi. Naja, trifft sich doch ganz gut. Der Dungeon ist dann noch vorbei. Oh nein. Ah, scheiße. Jetzt habe ich hier so einen elenden Geist. Ich treffe den nicht. Ich glaube, der ist ja festgebuggt. Hey, es ist doch hell. Was beschwerst du dich? Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich einfach ein bisschen mehr Feuerpfeile... Weißt du, die Feuerpfeile auch in die Wand raufhauen kannst? Ja, das mache ich auch gerade. Alter, wie viel Surtlingkerne? Das ist ja absurd. Absurd? Lol, was? Neues Material? Surtlingkern? Echter Stein? Was? Lol, ich hatte noch nie so einen im Inventar. Okay. Und wieso habe ich den? Ich habe doch gar keinen aufgesammelt. Ah, doch, habe ich. Doch, musst du, weil ich habe auch keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe 10 Stück von dem Zeug. Also diesmal sind wir stacked und jetzt können wir tatsächlich auch gerade zur Base zurücklaufen. Deswegen würde ich sagen, Moment, was ist der direkte Weg? Ja, ne, eigentlich der Spur hinterher. Flamme an. Ja, Mann! Ich muss die Waffen noch wegpacken. Das, was ich ein bisschen blöd finde, ist, wenn du eine Waffe auf dem Rücken steckst. Oh, die Blume hier kenne ich noch nicht. Das ist Karottensamen. Ja, auf jeden Fall mitnehmen, wichtig. Wir haben schon einige davon, aber... wenn man die Waffe auf den Rücken steckt, dass man sie nicht mit einem Mausklick einfach wieder zieht, das finde ich ein bisschen blöd. Stimmt. War mir so noch nie aufgefallen. Ja, du bockst dann halt direkt. Dann bringt das halt auch nichts, wenn du sie quasi wegsteckst. Ja. Bleibt doch stehen, es tut euch doch keiner was. Das ist... Die Smack. Pfeile fliegen so gerade jetzt. Ja. Ah, Skelett. Ach, guck mal, eine Burg. Je nachdem, wie viel... Erz wir jetzt zusammen haben und wie viel Bronze wir noch haben, können wir uns dann auch mal endlich Schwerter bauen. Ja, das stimmt. Was haben wir denn hier oben? Der Turm ist ziemlich ausgebaut. Hm. Oh, hallo, Skelett. Würdest du? Ich habe keine Feuerpfeiler mehr. Oben. Ich habe auch keine mehr, glaube ich. Ah, okay. Ja, gut, dann. Achtung, das schlägt dich gleich. Lol. Ich dachte mir leider, dass das passiert. Na gut, dann komme ich jetzt einfach so an die Truhe dran und das steht oben. Was ist drin? Na, nicht viel. Leider nur... 2 Federn und ein bisschen Bernstein. Keine Münzen? Nope. Nein. Ja gut, dann halt nicht, ne? Der... Oh, falsch. So, Beine wieder in die Hand nehmen. Ich bezweifle ja irgendwie, dass eine Treppe durch ein bisschen mit dem Speer drauf kloppen so schnell kaputt geht. Ich habe ja mit der Axt geschlagen. Ach so, okay. Auch, aber auch dann, nein. Ach, ich kann den Dungeon jetzt erstmal durchstreichen, da waren wir. Boah. Oh. X. Bitte keinen Schluck auf, nicht jetzt. Rennen, Stufe 30. Ich habe keine Ahnung, was ich beim Rennen bin, muss ich gleich mal gucken. Ja, ja, gehen wir nicht auf den Sack. Ich fange gerade an, die Marvel-Filme in Reihenfolge zu gucken, chronologischer. Weil ich habe noch nicht mal ansatzweise alle geguckt. Und jetzt habe ich halt gestern mal angefangen. Captain America ist ja quasi der erste. Ja. Der rennt ja auch wie immer wie so ein Berserker.
Ja, edles Holz. Eine Werkbank? Okay. Die habe ich da reingesteckt, glaube ich. Da hatte ich letztens was gemacht. Okay, hat mich gerade schon gewundert. Ach, guck mal das. Guck mal. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist aber schlecht. Warte auf mir! Ja, das ist ein Troll. Na, komm, scheiß drauf. Erst mache ich dich ver... Scheiße, jetzt bin ich vergiftet. Nee, bin ich nicht. Du hast da zwei. Der heilt den Troll. Das ist aber frech. Und jetzt will der Troll mich. Das jetzt nicht machen, so ein Trolli. Jetzt hau ich dir die Eier. Also ich habe den Troll jetzt weggelockt. Okay, jetzt kommt er wieder, Achtung. Okay, ich bin fast tot. Geh mir jetzt nicht drauf, bitte. Ich renne in die Homebase. Wo müssen wir denn hin? Ja, auf zum Bettsymbol auf der Karte. Ich mache jetzt definitiv nicht die Map auf. Dann einfach hinterher. Okay. Ich weiß natürlich nicht, was du schon auf deiner Map aufgedeckt hast. Ich weiß halt, wo ich weniger hin muss. Als du. Ich weiß halt, wo ich hin muss. Ich komm, ich mach dir sogar... Scheiße, jetzt habe ich gerade eine Markierung weggemacht. Naja. So. Ja, mit unseren tollen neuen Echsen, Leute, können wir endlich auch Birken fällen, wo edles Holz rauskommt. Daraus besteht im Übrigen auch der Bogen. Tja, und damit kannst du noch einen gescheiten Speer machen. Und so. Einen Humpen. Genau, einen Humpen. Ich gehe mal kurz mit euch an die Werkbank, Leute. Und zwar, also Schmiede, haben wir, Lukas hat da draußen noch einen Amboss gebaut, der uns da auch noch mehr Möglichkeiten gibt. Also Bronzesperre, Bronze, Schwerter, Helme, so eine Glefe, Adgeier, keine Ahnung. Ja, das ist hier der Fall. Genau, Lukas hat ja schon gemeint, man kann einen Humpen bauen. Hier unten, der ist wohl, wird wohl als Verteidigungswaffe gehandelt. Was ein bisschen komisch ist, aber gut, wenn das Spiel so sagt. Wenn mit so einem Ding jemand auf die Nase haust, das tut schon weh. Ach komm, ich mache mir jetzt auch mal schnell einen Troll-Lederhelm. Nein, jetzt sehe ich nicht mehr einzigartig aus. Scheiße, ich habe überhaupt nicht genug Platz. Wo sind denn die Karottensamen, von denen du gesprochen hast? In der einen Kiste, ich weiß nicht in welcher. Ah, hier. Ah ja, haben 30 Stück von. Ja, die findet man relativ häufig. So, Troll-Lederhelm. Ganz in Blau, warte mal, so. Sürtlingkerne hatten wir gar keine mehr, oder? Nee, glaube ich nicht. Tatsächlich hatten wir keine mehr. Ja, gut, also wie gesagt, wir haben jetzt hier, kennen die Leute schon die Honig? Die Bienenvölker? Also eine, ja. Ob sie alle drei schon gesehen haben? Nee, vier gesehen haben, weiß ich nicht. Wir haben hier mal unseren Rauchabzug ein bisschen umgebaut, weil das nicht so geil war. Sieht jetzt wesentlich hübscher aus, finde ich. Und den Rest solltet ihr eigentlich alles kennen. Kohlemeiler und so müsstet ihr eigentlich alles kennen. Ich baller mal schön Zinn in den Ofen rein. Und dann können wir uns auch hinknacken gleich. Und die Zeit die Arbeit machen lassen. So. Noch kurz die Sachen ausräumen. Wir brauchen definitiv noch eine weitere Trophäenkiste. Nein, es ist schon wieder Kohle geworden. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Fleisch, ne? Ja. Habe ich denn das Bernstein hin? Ach, hier. Verdammt, wir haben viel zu viel Bernstein. Ich weiß nicht, für was wir die Blumen brauchen, zum Beispiel. Alchemie wahrscheinlich irgendwann später. Was macht denn der Honig in der Trophäenkiste? Der gehört aber nicht hin. Ja, Leute, ihr merkt schon, wir sind uns super einig, wo was hinkommt. Bald kriegt jeder seinen eigenen Truhenbereich, ey. Ja! So. Flints, komm hier rein. Oh Gott. Ich komme mir gerade vor wie bei so einer alten Gronkh-Folge von Minecraft.
Stimmt. So. Ja, wir brauchen noch dringend mehr Kupfer, ey. Wurscht. Die Kerne? Die habe ich hier draußen hingepackt in die Schmiedekiste. Ja, macht Sinn. So. Zinn ist alles schon wieder meins im Ofen drin, ey. Aber wie viel Kohle ist da noch drin? 12. Ja, gut. Ab ins Bett. Wir können noch schnell die Nacht nutzen, weil die ist gleich vorbei. Ein bisschen wird's uns bringen, hoffentlich. Du kannst im Rauch nicht atmen. Ach, scheiße, ey, der Abzug funktioniert nicht ordentlich. Aber so schlimm ist es nicht. Hä? Du hattest gerade Probleme? Da stand zumindest gerade, dass ich im Rauch nicht atmen könne. Naja, ist wurscht. Also, ich habe hier null Probleme. Vielleicht, weil du auf der Seite von dem Feuer liegst. Kann sein, ja. So, ah ne, hier ist noch Zinn. So, dann mache ich mal ein bisschen Bronze und dann mache ich uns mal noch ein paar Waffen, wenn es langt. Ich schlepp mich mal rüber. Brauchst du noch was? Werde ich gleich merken. Also erstmal Bronze machen. Was brauche ich für Schwerter, liebe Freunde? Lederstücke muss ich mir mal bringen. Und wir haben wieder zu wenig Kupfer. Ja, müssen wir mehr von farmen. Das ist aber so langwierig. Was brauche ich? Lederstücke. Ja. So, da mache ich mir mal ein Schwert. Was? Du hast mit anderen Sachen schon vorgelegt, ne? Mit was denn? Du hast den Bogen gebaut, du hast hier Trollsachen gebaut. Die habe ich alle erst später dazu gekriegt. So. Nee. Das ist echt unkühl. Zwei Bronzebarren, ey. Ach, aber vielleicht soll ich das Schwert mal angucken. Sag mal. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus mit der Textur. Na gut, das sieht aus wie ein Sachs oder sowas, aber dafür ist es nicht so. Ja, ist zu gleichmäßig vorne. Ja. Ist komisch, der hat irgendeine komische Linienführung in der Mitte. So. Was packe ich mir alles mal weg? Das Kupfermesser. Will ich das Kupfermesser mitnehmen? Ich weiß es nicht. Und ich brauche nur eine von den Spitzhacken, weil wir sind sowieso zu voll, wenn wir damit fertig sind. Den hier kann ich auch wegtun. Die Feuersteinaxt brauche ich auch nicht mehr. Wir sind so langsam, aber sicher aus der Steinzeit raus. Ja, Bronzezeitalter angekommen. Ich will nicht, aber jetzt mal ein Schwert ausprobieren. Wo ist denn mal einer von? Da guck mal, da oben rennt doch schon einer. Warum fallen da gerade Bäume um? Da ist. Weil ich ein bisschen Holz farben. Okay. Lol. Beziehungsweise mal pre-cutte. Alter. Das hast du Spaß? Das Schwert ist nicht schlecht, glaube ich. Komm, sag mal. Angriff! Scheiße. Sehr gut. Meins. Wo ist hier was? Wo ist ein Troll? Wo ist der nächste Troll? Ah, damit kann man nicht zustechen. Ich glaube nicht, dass du übermütig werden solltest. Ach, Quatsch. So, ich hätte heute als Vorschlag, dass wir hier hingehen.
Da waren wir noch nicht. Können wir machen. Wenn es ähnlich ist wie auf meiner Map, dann sind da ganz, aber viele Flüsse. Ja komm, dann zeig mal. Ja, noch bin ich nicht beeindruckt. Der Stich dauert so lange. Lol. Dann schlag doch. Oder sticht der nur? Nein, nein, ich will ja den Stich ausprobieren. Jo, der Stich ist die mittlere Maustaste oder was? Ja, genau. Gut, dann fäll du mal hier Bäume weiter. Ich geh mal hier rüber und guck mal, ob ich Kupfer finde. Vielleicht begegne ich auf dem Weg vielleicht noch einen Troll oder so. Kannst du mal deine Fähigkeit anschmeißen, bitte? Taste F. Scheiße, ich war zu weit weg. Lol. Also man muss näher ran, das ist ja frech. Ja, sorry. Ich wollt's ja, ich wollt's ja. Naja. Bin mal gespannt, wie das jetzt gegen Troll aussieht. Also ich werde jetzt mal offensiv die Augen offen halten. Ich glaube ja nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich habe schon mehrfach die Viecher beim Grinden gekillt, also das ist nicht so das Problem. Nur haben die häufig nichts fallen gelassen. Oder es ist weggebuggt und das hat mich dann genervt. Weil man muss leider sagen, manchmal fallen Sachen durch die Welt durch, auch wenn man es nicht unbedingt merkt. Okay. Was hast du denn gefunden? Ich habe gerade einen Baum umgeholzt und der hat einfach mal den halben Wald mitgenommen. Kupfer. Kupfer. Also bergab ab auf irgendwas draufschlagen ist echt Panne. Ja. Das muss es auf jeden Fall verbessern, weil das ist, dadurch, dass so viel dreidimensionale Landschaft hier in dem Spiel vorhanden ist, ist halt Kämpfen teilweise echt zum Kotzen. Am Berg. Naja, I have the high ground ist hier nicht so wirklich gut, ne? Nee, es ist sogar ziemlich kacke. Vor allem, wenn du mit dem Speer kämpfst. Ich glaube, mit dem Schwert ist es nicht so schlimm, aber... Also mit der Axt konnte ich gerade bergab auch keine Bäume hauen. Ja. Das, Leute, ist Schnee. Was? Du hast Schnee gefunden? Ja, gut. Ich wusste, dass es hier ist. Ich war ja schon in der Ecke. Aber da gehe ich jetzt nicht rein, weil man davon Damage kriegt. Weil wir nicht die richtige Kleidung haben. Ach, das war das. Okay. Vielleicht finde ich ja noch einen Dungeon. Ach, guck mal, hier ist nochmal Kupfer. Ey, das ist doch perfekt. Genau das wollte ich doch haben. Ich tag das jetzt nur. Da müssen wir dann herkommen und das abräumen. Von deinen proklamierten Flüssen sehe ich hier noch nichts. Aber ich glaube nicht, dass man sich, dass das so einfach zu vergleichen ist. Also ich weiß halt nicht, wie die in ihr Worldbuilding Algorithmus funktioniert, also. Würde mich halt interessieren, dass das auf festen Baustellen, Bausteinen irgendwie, dass es immer mal das Gebiet in der Größe gibt oder ob es wirklich alles random ist. Ich glaube schon, dass das halt ein bisschen das Gebiet in der Größe, weil sonst würde das nicht funktionieren. Sonst jetzt im schlimmsten Fall totales asoziales Startergebiet. Ach, guck mal, da ist doch ein Troll. Nehmen wir uns den mal an, dem Kollegen. Ah, guck mal, er kommt schon. Warte mal, Troll. Komm mal mit. Hier ist doof zu kämpfen. Ja, ja, genau. Komm mal mit. Komm mal hier runter. Ja, brav. Immer schön hinterherlaufen. So. Ah, das ist doch ein schönes Thumbnail.
Wie? Tust du mich wieder rausschmeißen? So, komm her. Okay, es macht nicht so viel Damage, wie ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Nee, so gar nicht. Und ich habe auch. Also wahrscheinlich auch gegnerabhängig. Ich habe auch keine Pfeile mehr, ey. Okay, versuchen wir es mal mit dem Schild. Mit dem Speer meine ich. Also der Speer macht deutlich mehr Schaden gegen den Troll. Das heißt, wir brauchen für Trolle große Speere. Ja, ich habe gerade schon geguckt, ob ich mehr machen kann. Aber der braucht nur 2 Bronze weniger als das Schwert. Ist schon ein bisschen arg. Hm. Wir haben nur 2 Bronze. Und was uns fehlt, ist halt Kupfer. Ja, Kupfer habe ich gerade 2 Adern gefunden. Also. Ja, dann komme ich mal zu dir. Alter Vater, du bist ganz schön gewandert. Oh, Kacke. Das Kampfsystem ist manchmal echt... Ach, und wir haben offscreen eine andere Gegnerart noch kennengelernt. Welche? So ein Viech, was uns fast zerfetzt hat. Hä? Es ist weiß und hat Fell. So, Wölfe. Ja. Ich hau dem immer in die Eier rein. Weil wir haben festgestellt, dass bei Trollen Sacktreffer-Crits machen können. Ja, von hinten auch, Arsch genauso, aber die Trefferregion ist halt irgendwie besser. Und sagen wir mal ganz ehrlich, die Dinger haben einen fetten Hintern, den trifft man leichter als den Kopf. Hm. Oh, der hat gesessen. Aua, 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 aua. Nicht zu gierig werden. Aber ich finde es ja schön, dass einem das Spiel wenigstens so halbwegs vorgibt, sich halbwegs ausgewogen zu ernähren. Hm, stimmt. Du kannst dich ja nicht einfach nur mit Fleisch vollstopfen. Nee, geh nicht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das würde mir auch irgendwas zu den Ohren rauskommen. Bisschen. Guck mal, da ist eine Truhe drin. Sieh mal eine an. Oder habe ich das schon? Das war bestimmt mal eine Kirche, Leute, oder? Scheiße, jetzt komme ich da nicht rein. Ah, den Schnee meinst du? Verdammt, hier war ich schon. Ich wusste, dass ich hier schon mal war. Warte, und auf diesem kleinen Hügel hier kriege ich jetzt Damage? Muss eine Weile drin bleiben. Also eine Weile kann man es wohl aushalten, aber danach ist Schicht im Schacht. Hm, okay. Wie bist du da rumgekommen? Bist du links oder rechts draußen rum? Also von unserer... ja, da lang, wo du lang bist. Du bist übrigens schon an einer Kupfer, aber Ader vorbeigelaufen, aber wir machen erst die weiter weg von unserem... von unserer Homebase ist. Wie gut, dass ich meine Spitzhacke gerade nochmal repariert habe. Mit dem Easy-Knopfdruck. Ja, zur Not hätte ich auch noch so ein Hirschgeweih-Ding dabei. Ja, ich auch. Aber Leute, kurzer Hinweis, ne? Also, ihr schreibt uns natürlich auch Tipps, wofür wir sehr dankbar sind. Allerdings wissen wir das meiste schon, weil wir nehmen ja nicht quasi kurz bevor die Folge kommt auf. Also zum Beispiel, wir haben jetzt heute den 13.02. um 20.30 Uhr, genau. Lustigerweise sind jetzt fast genau die 30 Minuten noch voll. Und das hier ist, glaube ich, die Folge 12. Und auf meinem Kanal lief heute, glaube ich, Folge 7. Dein Ernst, du mischst dich ein? Ja. Deswegen merkt ihr halt, was da für ein zeitlicher Versatz ist. Also ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 15 Spielstunden oder sowas auf der Uhr. Ja, ist genau dasselbe, wie wenn du in der dritten Folge jemanden anmotzt, dass er immer noch nicht reagiert hat auf deinen Tipp. Genau. Deswegen, wenn wir nicht auf eure Tipps reagieren, liegt das schlicht und ergreifend daran, dass wir leider noch keine Zeit reisen können. Kriegen wir irgendwann vielleicht noch raus, aber... Ja, also wir nehmen alles mit, was uns hilft, definitiv, und danke dafür, aber manchmal ist halt einfach noch nicht schnell genug, schon noch nicht genug Zeit vergangen. Genau. Deswegen erfreut euch an unserem Fortschritt. Lass uns wieder auf dieselbe Stelle kloppen. Genau, und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal ein Kettchen für diese Folge. Wir gehen jetzt ein bisschen farmen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit neuen Waffen wieder. Macht's gut, tschüssi. Ciao, ciao.